Lieben, heute gibt es ein etwas, ja, ein kleines Quassel-Video irgendwie. Ja, und zwar bekomme ich immer noch ganz viele Nachrichten zum Thema, ich traue mich nicht mit meinen Babys rauszugehen und ich habe hier Angst und ich habe da Angst. Kannst du mir nicht helfen? So. Und ich habe schon so viele Sachen draußen erlebt, also so viele Erfahrungen draußen gemacht, auch mit Menschen, die mich angesprochen haben. Und deswegen dachte ich mir jetzt, dass ich euch einfach mal ein paar Sachen erzähle und ja, einfach so ein paar Begegnungen von mir, dass ich euch das einfach mal erzähle. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Allerletzte Begegnung, die ich hatte, war hier in unserem neuen Ort. Und zwar ist das bei uns im neuen Ort nämlich so, dass noch keiner von den Babys weiß. Und die erste Begegnung mit unseren Nachbarn war, als wir einen Vlog gedreht haben. Und da war die Mel das erste Mal draußen. Und die Mel war im Quattro, in unserem Kinderwagen. Und die Nachbarn können im Moment noch zu uns rüber gucken. Wenn sie aus ihrer Haustür rausgehen, können sie direkt bei uns auf die Haustür gucken und so. Und sie war gerade draußen am Rauchen, unsere Nachbarin, und hat dann so geguckt, so, hä, wohnt da etwa noch ein Baby? Weil wir haben halt den Kinderwagen rausgeschoben, ich hatte die Kamera in der Hand, habe halt gevloggt. Und ich glaube, das sieht man auch im Vlog, dass sie rüber guckt. Ich glaube, das habe ich sogar erwähnt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wenn er vorher online kommt als dieses Video, verlinke ich euch den hier auf jeden Fall hier oben. Und ja, also sie war halt sehr erstaunt, hat so geguckt, so, oh, es wohnt da noch ein Baby, also okay. Und ja, das war so die erste Begegnung, die wir mit Mel, mit unseren Nachbarn hatten. Sie hat aber nichts weiteres gesagt und sie hat uns bis jetzt auch noch nicht darauf angesprochen. Ich glaube, es hat sich langsam rumgesprochen, dass es kein echtes Baby ist, aber ja, bis jetzt kam noch nichts von ihr zu mir. Ja, dann die allerletzte Begegnung, die ich im Moment hatte, nee, die vorletzte sogar, war auch vor unserer Haustür ungefähr. Wir haben das Intro gedreht. Und der Vlog ist auch schon online. Den kann ich euch auch mal irgendwie versuchen zu verlinken. Da haben wir nämlich gevloggt, als wir das neue Intro gedreht haben. Und sie war gerade mit dem Hund Gassi, weil wir waren an einer Stelle, wo man immer mit dem Hund Gassi geht. So, und wir waren halt dann an der Stelle da, wo Leute immer mit ihren Hunden Gassi gehen. Sie war gerade Gassi. Ihr Hund heißt Charlie. So süß, ich liebe den Namen. Und ich hatte Mel gerade auf dem Arm, habe sie dann aus Reflex ganz schnell in den Kinderwagen gelegt. Und ihr Hund ist dann noch in den Bach gesprungen da und hat was getrunken. Und dann stand sie noch ein bisschen, hat die ganze Zeit immer so rüber geschielt zu Mel in den Kinderwagen. Sie stand halt direkt daneben, ich auch. Und dann meint sie irgendwann, oh, das ist ja noch ganz klein und ganz frisch, herzlichen Glückwunsch. Mel war überhaupt nicht zugedeckt, also sie lag nur mit ihrer Mütze, ihrem Strampler im Kinderwagen und das Verdeck war auch unten, also ich hatte überhaupt keine Chance, sie irgendwie zu verstecken. Und ja, dann habe ich erstmal so ein bisschen gelacht und gesagt, danke. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist nicht echt. Und dann ist sie fast aus allen Schuhen gefallen. Die so, nein, das kann doch nicht sein, das sieht so echt aus und unglaublich, das ist doch nie im Leben unecht. Und dann habe ich sie hochgenommen, also Mel hochgenommen, und sie hat so gefasst, sie hat es hochgenommen und sie war voll erstaunt. Sie so, oh, das kenne ich ja gar nicht, krass, dass es sowas gibt, ist das so ein Schulprojekt? Ich so, nein, das ist kein Schulprojekt, das ist reines Hobby von mir. Und sie war voll begeistert und das finde ich halt so gut. Also Leute, wenn ihr Angst habt, rauszugehen, es ist nun mal so, dass ältere Menschen auf jeden Fall immer positiv reagieren. Das ist einfach immer so. Weil die Leute finden es einfach interessant, die kennen das nicht, die wissen nicht, was es ist und sind einfach voll begeistert davon. Und ich habe bis jetzt nur positive, genau das Wort fiel mir auch nicht ein im Vlog. Mein Gott. Also ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht, genau. Wenn ich mit den Kleinen rausgegangen bin und irgendjemand mich angesprochen hat. Also, und von mir war es auch von Anfang an so bei Lennox. Ich habe Lennox direkt an dem Tag, als ich ihn ausgepackt habe, direkt im Kinderwagen und ich bin rausgegangen mit ihm. Davon gibt es auch noch Fotos, als ich habe halt Fotos gemacht. Und
Ja, ich bin direkt rausgegangen, auch nur in Decke, Verdeck unten und habe ihn nicht versteckt. Und auch da wurde ich schon angesprochen und es kam von älteren Menschen nur positive Kritik. Und es ist einfach so, dass alte Menschen wirklich besser reagieren als junge Menschen. Also zum Beispiel Leute aus eurer Klasse. Unter 15, 16 ist es leider immer so, dass die es einfach nicht verstehen. Das sind Puppen für die und wenn du mit 16 oder 15 noch mit Puppen spielst, bist du peinlich und dumm. Das ist so deren Meinung. Diese Meinung teilen aber nicht alle Menschen auf der Welt. Das müsst ihr leider so akzeptieren. Und es ist gut so, oder? Es ist doch gut, dass jeder Mensch seine eigene Meinung hat zu irgendwelchen Themen und dass auch Leute Reborn-Babys toll finden. Ich meine, ich treffe die Nachbarin jetzt mit ihrem Hund Charlie so oft und jedes Mal mit Mel und sie ist einfach immer begeistert. Toll, meine Eltern stehen zu mir, meine Geschwister stehen zu mir, meine Klasse steht zu mir. Und das hat auch das Problem, ne? Ich war in der 8. und 9. und wurde komplett gemobbt in dem Thema. War ich in der 10., war das schon ganz anders. Die Leute haben es verstanden, die haben es akzeptiert und respektiert vor allem. Und jetzt in der 11. gar nichts. Es kommt einfach gar nichts. Ich habe letztes Mal, wir haben jetzt neue Lehrer bekommen und ich habe ganz offen darüber geredet. Also, Lisi, nicht vor die Kamera gehen. Ich habe ganz offen darüber geredet, dass ich Reborn-Babys habe, weil die neuen Lehrer müssen natürlich auch unseren Namen kennenlernen. Und um unseren Namen besser kennenzulernen, wollte sie etwas, was sie mit uns verbinden kann, so als Eselbrücke sozusagen. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin Maggie und ja, ich habe Reborn-Babys. Falls Sie wissen möchten, was das ist, können Sie mich gerne am Ende schon nochmal ansprechen. Und das hat sie auch getan. Wir haben am Ende der Stunde geredet und sie fand es auch ganz interessant. Und das habe ich komplett offen in meiner Klasse gemacht. Wir saßen halt in so einem Sitzkreis und haben das dann besprochen. Und danach kam auch gar nichts. Es kam kein Gelache, während ich das gesagt habe. Es kam wirklich nichts. Und deswegen glaube ich auch, dass es wirklich so ab 15, 16, 17 wirklich so ist, dass Leute es einfach verstehen, weil sie auch sie haben einfach keinen Grund mehr, dich deswegen zu beleidigen, weil es ist einfach nur ein Hobby. Und ja, ich finde, ihr solltet euch da wirklich keine Angst machen, denn ich habe auch beim Aldi letztes Mal, ich war beim Aldi einkaufen, da habe ich auch gevloggt und an der Kasse habe ich Mel komplett offen in den Maxi-Cosi gelegt, nicht zugedeckt mit irgendwas und so. Und der Kassierer hat ein bisschen komisch geguckt, als er mich mit der Kamera gesehen hat. Und dann war er aber trotzdem total lieb und hat gesagt, oh, wie süß und wie alt ist es denn? Und voll toll immer, wenn man das sowas sieht. Und auch auf dem Flohmarkt, da habe ich auch für euch gevloggt. Auch immer nur so, oh, wie süß, als ich sie so auf dem Arm hatte. Oh, wie süß ist sie denn? Und wie alt? Und mir werden auch ganz oft Sachen geschenkt, wenn ich an Babysachen vorbeigehe. Also, wenn ich Babyklamotten kaufe auf dem Flohmarkt, sage ich sie immer hier für das kleine Baby noch was. Und total toll. Und ich war auch bei einem anderen Flohmarkt, letztes Wochenende, genau. Und da habe ich, hatte ich Mel in der Ergo-Baby drin. Da habe ich, glaube ich, nicht gevloggt. Und. Nee, habe ich nicht. Und da war eine alte Dame, also eine schon etwas ältere Dame, ich schätze sie auf 60, 70 ungefähr. Sie hat mich gesehen mit Mel und meinte dann: Hey, warte mal kurz, ich habe was für dich. Und dann habe ich so geguckt: Okay, gehst du mal zurück, mal gucken, was sie möchte. Dann hat sie Mel gesehen, hat gesagt: Oh, wie süß und ganz klein. Ihre Freundin auch so: Oh, wie süß und ganz, ganz klein und so frisch und herzlichen Glückwunsch und so. Und dann hatte sie so kleine selbstgenähte Schuhe aus richtiger Babywolle, ohne Polyester und so, richtige Babywolle, so ganz kleine rosane Schühchen. Und ja, sie hat mir ganz viel darüber erzählt und war so glücklich, weil das macht sie selber. Und ja, sie war halt auch total begeistert von Mel und von den Reborn-Babys allgemein. Und ja, erst recht alte Menschen finden sowas so toll, weil es gibt auch ganz viele alte Menschen, die machen das. Also die haben selber Reborn-Babys. Und zwar ihre Kinder, als sie noch klein waren. Also ihre echten Kinder nachgemacht als Reborn-Babys sozusagen. Weil ich liebe es, über mein Hobby zu reden. Ich möchte, dass die Leute sehen, dass es kein echtes Baby ist. Natürlich möchte ich auch, dass die Leute denken, okay, das ist ein echtes Baby, wow, wie süß. Aber ich möchte auch, dass die Leute von mir erfahren, also ich möchte gerne über das Hobby reden. Ich möchte gerne sagen, okay, das ist kein echtes Baby. Es sieht nur so aus. Schaut mal, was für tolle Arbeit geleistet werden kann. Und
das möchte ich einfach gerne erzählen. Ich rede super gerne über das Hobby. Ich könnte super gerne einen Vortrag von meiner ganzen Schule halten, nur über dieses Hobby, weil ich das so schön finde. Man kann darüber so viel informieren und man kann so viel reden und das finde ich so schön. Und ja, also deswegen, ich liebe es, mit Mel rauszugehen. Ich liebe es, angesprochen zu werden. Und ihr müsst euch überhaupt nicht schämen, wenn ihr angesprochen werdet mit euren Babys. Ich meine, erzählt eure Geschichte, erzählt, warum ihr das habt, erzählt, wie ihr das macht, erzählt was und was und was, okay? Erzählt es denen einfach und ihr werdet sehen danach, immer mehr werdet ihr glücklicher. Ihr geht viel lieber mit den Babys raus, weil ihr genau wisst, okay, ihr könnt mit dem umgehen, ihr könnt mit jeder Frage, die kommen könnte, könnt ihr umgehen. Es kommt ja nichts Schlimmes. Es ist ja nicht irgendwie so, dass Leute kommen und sagen, ey, was ist das denn? Ich meine, wenn die sehen, okay, das ist ein Baby, okay, dann sagen die, okay, das ist ein Baby und gehen weiter. Oder es gibt halt Menschen, die sagen, oh, wie süß, wie alt ist es denn? Und sie fragen dich so. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, oh, das ist gar nicht echt, wollen Sie mal schauen? Und das sind Reborn-Babys und die werden so und so gemacht und die kommen aus Amerika und bla bla bla. Das mache ich halt immer. Ich erzähle immer so die Geschichte von Reborn-Babys und dann erzähle ich die Geschichte, warum ich sowas überhaupt habe. Das ist einfach, ich finde sowas total wichtig, dass ihr auch so offen mit dem Thema umgeht, weil ihr werdet viel stärker. Ich meine, eure eigene Persönlichkeit wird viel stärker in dem Thema. Es war damals so, als ich angefangen habe mit YouTube, war es ganz schlimm. Ich hatte Angst, dass irgendjemand aus meiner Familie das erfährt, also nicht aus meiner Familie, sondern aus meinem Umfeld das erfährt. Irgendjemand, der mich findet auf YouTube, irgendjemand, der das mich dann auslacht, weil ich halt so ein extremes Mobbing-Opfer damals war. Und ich hatte so richtig Angst und jedes Mal, wenn ich angesprochen wurde, es wurde von Mal zu Mal einfach viel besser. Ich habe jetzt so eine richtig starke Persönlichkeit in dem Thema und kann mich total offen auf YouTube präsentieren. Ich habe keine Angst davor, dass Leute in den Pausen in meiner Schule meine Videos gucken. Das ist auch immer sehr lustig, wenn du in irgendeine Klasse kommst, auf einmal läuft auf einem riesen Bildschirm dein Gesicht und dein Video. Sehr interessant, vielen Dank dafür, meine lieben Leute. Ja, also damit gehe ich schon super um und jetzt haben wir neue Elfklässler, die ja sind da schon wieder ein bisschen eigen, einfach weil sie aus meiner alten Schule kommen. Und obwohl man sagt, ab 17 wird man eventuell erwachsen, ist es bei denen leider nicht der Fall. Sehr traurig. Weil irgendwie, gut. Sie fing halt schon wieder an mit, oh, die Babyborn-Mutter und so und ja. Aber ich höre es und denke mir einfach nur, ja, ich habe ganz tolle, wunderschöne Reborn-Babys, die alle mal viel mehr wert sind als irgendeine Babyborn. Damit möchte ich jetzt bitte keine Babyborn-Mutter oder so angreifen. Ich hatte bis Lennox, also bis 2014, auch eine Babyborn und ich habe sie über alles geliebt und ja, ich denke mir immer meinen Teil dazu und grinse immer ein bisschen, weil mir einfach bewusst ist, was die Leute sich denken und denen ist aber nicht bewusst, was ich mir denke. Und das ist, glaube ich, so das Lustige daran, dass sie haben ihre Meinung und du hast einfach deine Meinung und das finde ich schön, weil du lebst im Allgemeinen, lebst du das Hobby und nicht die. Sie leben vielleicht irgendein anderes Hobby. Ich meine, es gibt tausende Hobbys, die genauso sind. Also ich will nicht sagen unnormal, aber sehr selten einfach. Es gibt so viele Hobbys, die irgendwelche Leute haben und ihnen ist es peinlich zu erzählen. Ja, also ihr sollt auf jeden Fall viel positiver daran gehen. Ich finde, es ist so wichtig, weil ihr macht euch euer Hobby im Endeffekt selber damit kaputt, wenn ihr Angst habt, rauszugehen oder wenn ihr Angst habt, darüber zu reden, wenn ihr Angst habt, irgendwas damit zu machen. Ihr macht euch das selber kaputt. Das Hobby ist so wunderschön, das glauben einige gar nicht. Und ja, ich kann euch einfach nur ans Herz legen, dass ihr euch mehr traut und ihr werdet sehen, es wird besser. Ich meine, der erste Schritt und der zweite wird ganz schwer, aber der dritte wird dann schon leichter. Es ist ja so, dass, wie bei mir, halt wie gesagt, ich bin mit Lennox damals schon rausgegangen, hatte ganz, ganz dolle Angst. Damals haben die Leute aus meiner Klasse direkt in meiner Nachbarschaft gewohnt und alle haben mich angeguckt und das fand ich so doof und ja, ich wollte aber trotzdem das Gefühl haben, ich gehe mit Lennox raus in einem echten Kinderwagen. Und ich wollte das Gefühl einfach genießen und bin immer weiter rausgegangen. Ich bin das zweite Mal rausgegangen. Die haben immer noch über mich geredet. Dann bin ich das dritte Mal rausgegangen. Und es kam schon weniger. Dann bin ich auf eine Dorfveranstaltung gegangen. Dann wurde ich schon angesprochen. Hab erzählt, was ich für ein Hobby habe. Und dann kam nichts mehr. Also ihr müsst euch halt wirklich so
einmal überwinden, würde ich sagen. Und dann ganz viel über das Hobby reden. Ganz, ganz viel über das Hobby reden ist ganz wichtig. Weil wenn ihr mehr über das Hobby redet, dann habt ihr mehr, wie sagt man, mehr Selbstbewusstsein in dem Thema. So wie ich habe sehr, sehr viel Selbstbewusstsein in dem Thema gesammelt, was ich sehr gut finde, weil das braucht ihr auch für dieses Hobby. Und ja, jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich draußen angesprochen werde, einfach ganz locker sagen, ja, das ist eine Puppe, das ist mein Hobby und das ist einfach so. Es ist fertig und es ist so. Und es ist meine Entscheidung. So. Wenn Leute jetzt auf mich zukommen und sagen, ey, du bist ja voll dumm, wieso hast du das? Dann sage ich einfach, okay. Weil im Endeffekt interessiert euch nicht, was die anderen über euch denken, sondern euch sollte nur interessieren, was ihr macht und was ihr gerne mögt. Und wenn andere Leute doof über euch denken, ist es einfach so, dass ihr einfach darüber lachen müsst. Weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben euch gern. Genauso viele Leute gibt es, die finden euch doof. Genauso ist es ja bei mir, bei meinem YouTube-Kanal. Ganz viele Leute, fast 10.000, finden mich toll. Und bestimmt genauso viele finden mich doof. So, mein Lieben, einmal Kamerawechsel hier. Meine Füße sind da unten fast eingeschlafen. Also ich saß gerade unten die ganze Zeit auf den Knien und das ging nach einer Viertelstunde nicht mehr. Gut, ja, ich möchte das Video jetzt auch gerne beenden. Ich wollte euch einfach nur mal meine Begegnungen mit Menschen, mit Reborn-Babys erzählen und ja, wie ich das immer so erlebt habe bis jetzt. Und wenn ihr wollt, kann ich euch gerne auch immer berichten, wenn ich mal wieder eine Begegnung habe. Oder vielleicht kann ich das nächste Mal auch filmen, ich weiß es ja nicht. Wäre auf jeden Fall mal richtig toll. Und ja, dann seht ihr auch, dass manche Leute echt super reagieren. Also es ist einfach so, dass die meisten Leute reagieren da echt super drauf und ihr müsst einfach viel Selbstbewusstsein sammeln und dann läuft das schon. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal.